Weiter geht's. Die ist ganz schön mies, die Dame. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Aha. Weil du auch gestern am Leben warst. Ich hab dich doch erst erweckt, du dumme Nudel. Okay, das sieht ja sehr interessant aus. Also einmal kann ich hier hoch. Okay, da kann ich dann außen rum. Ich muss das Ding runterkriegen. Okay, da kann ich rüberjumpen. Da komme ich dann rüber. Shit! Mein Würfel ist weg. Den ich wahrscheinlich gebraucht hätte hier oben, denke ich mal. Oder? Etwa nicht. Hä? Moment mal, wo muss ich den Würfel eigentlich hin tun? Den Laserstrahl muss ich blockieren, okay. Jetzt macht's Glück. Wenn ich rückwärts springen würde. Ah, okay. Damit ist das Gitter blockiert. Müsste es eigentlich klappen, dass wir weiter hochkommen? Aua. Okay, wir müssten den Laser hier hochkriegen. Ich soll mal gucken. Oh, Moment mal, ich muss noch mal komplett nach oben. Genau. Bis dann haben wir nur eine Tasche, aber da runterkriegen. Die Rampe wieder aufmachen. Dann hier ein Portal schießen. Und dann wahrscheinlich mit dem Würfel bis nach ganz nach oben. Weil den brauche ich ja. Okay. Jetzt müsste es doch eigentlich klappen, oder? Ja! Und Test bestanden. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Ach, wie süß! Mai, bist du lieb. Bist ja total nett zu mir auf einmal. Ah, mal kurz einen Schluck trinken.
Ah, so geht's mir doch schon viel besser. Level 11, wunderbar. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Okay. Also einmal, denke ich mal, müssen wir da rüber. Okay, das bringt uns gar nichts. Wir müssen dahinter kommen irgendwie. Dann da runter. Ah! Bleib da! So, jetzt haben wir den Würfel, wo wir brauchen. Den müssen wir jetzt. Hä? Komm hin dahinter. Ah, okay, ich weiß es schon. Also wir müssen einmal hier rüber. Aber das ist zu niedrig. Ich denke mal so ein bisschen, oder? Aber wir lassen ihn lieber hier. So, jetzt könnten wir, glaube ich, dahinter kommen. Können wir hier runterspringen? So, das Problem haben wir gelöst. Dann brauchen wir den jetzt weiter unten. Ja, ich darf bloß nicht das Blaue drücken, weil wenn ihr das Blaue drückt, dann habe ich so ein kleines Problem, würde ich sagen. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Mhm. Dann weiß ich's ja. Da hier im Hintergrund wird noch aufgezeigt, wie das geht mit den... mit den komischen Dingern da. Mit den Lichtquellen. Ja, ich bin ja so grausam, so schlimm, so ein böser Junge, so ein böser Mensch, ich weiß. Tut mir auch schrecklich leid, dass ich dich umgebracht habe, aber du wolltest mich als erstes umbringen. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Oh Mann, ist die witzig. Die liebt mich abgöttisch. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Okay. Hey, hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel, 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 Vogel! Der saubert sich, der Brad Pitt. Das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test.
Okay. Okay, ich brauche jetzt hier erstmal ein Portal. Sollen das machen? Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Gut. Jetzt sind wir schon mal auf den Strahl drauf. Das war ein bisschen zu niedrig. Ich denke mal. So ist es dann besser, denke ich mal. Ah, jetzt kommen wir auf das Ding nicht mehr drauf. Das Teil drauf. Jetzt habe ich auch den Strahl. Jetzt muss ich aber nochmal zurück. Auch doof. Weil so komme ich nur mal an den Würfel ran. Erst den Würfel mitnehmen. Ja, ist eine kleine Düftelarbeit. So komme ich hin. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz her. Sie war gut. Genug. Dankeschön. Kann auch nett sein, wenn sie will. Die kann auch nett sein, wenn sie will. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Haha. Alle haben sie gelacht. Toll, freut mich. Okay, die kennen wir ja. Die kennen wir ja gut genug, die Geschütztürme. So, schmeiß das auf den Kopf, ist doch die beste Lösung. Ja. Nein, da ist keiner mehr da. Ups. Oh
Oh, wie süß. Ja, ist doch leichter, wie ich dachte. Oh, ich habe was vergessen, glaube ich, den Untertitel anzumachen. Aber ich hoffe, das geht auch ohne, also... Ah, da ist die Tür. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Oh, finde ich ja schön. Ich habe doch erst im Juli wieder Geburtstag. Das wird interessant. Ich verstehe, wir müssen mit dem Laser jetzt versuchen, alle drei zu beleuchten. Ah, zwei gehen schon mal. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Okay. Ich glaube, bei dir kann das da nichts Gutes sein, aber danke schön, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast. Herzlichen Dank. Würde mich mal interessieren, was das für ein Geschenk ist. Bin ich ja richtig neugierig jetzt drauf. Solange es nicht wieder so ein Kuchen ist. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Oh, Manometer.